Die Ausweise, die haben sie bei den Fahrzeugen. Ja. Also, dann fallen kann, schon mal. Schon mal schlecht. Ja, Leute, jetzt geht's los. Unbefugtes Betreten, aber das ist es mir wert, ganz ehrlich. Was ich gerade gesehen habe, ist mir völlig egal, ob ich jetzt meine Personalien weitergebe oder wie auch immer. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und womit können wir jetzt rechnen? Ich weiß es nicht. Ja, dafür ist mir eben das scheißegal, ganz ja, ehrlich. Wirklich. Ja, was wir da gerade drin gesehen haben, das ist einfach. Geht mal rein. Ja, wenn man die Haare blondiert, kennt man ja diesen beißenden Geruch in der Nase. Und das ist noch extremer da drin. Der heftigste Einsatz, glaube ich, was ich jetzt bisher mitgemacht habe beim Tiernotruf. Aber die Herrschaften bitten, dass der Rest draußen bleibt. Ja, wir bleiben jetzt alle draußen. Danke. Wir müssen dann immer rein. Wir haben jetzt genug gesehen. Höchstens dann, um die Hühner gleich noch rauszuholen. Ich hoffe, es geht alles jetzt seinen Gang. Hanna und ich haben jetzt eine Anzeige bekommen, weil wir da reinspaziert sind. Stefan natürlich auch. Hausfriedensbruch. Jetzt müssen wir einfach mal das Beste hoffen und dass nicht allzu viel auf uns zukommt und dass vielleicht das Verfahren eingestellt wird, eben wegen dieser illegalen Nutztierhaltung. Gott, meine erste Anzeige. Ich hab's nicht gesehen. Ja, aber ja, entweder man ist halt ganz dabei oder gar nicht halt, ne? Das ist echt ein komisches Gefühl. Das Huhn, was wir jetzt mit rausgebracht haben, ist auf jeden Fall schon jetzt auf dem Weg zu ärztlicher Versorgung. Mach mal die Einordnung, das ist verboten. Bis 2025, ich finde, das bleibt nicht mehr. 2025 wird die Käfighaltung abgeschafft, aber Sie dürfen im Jahr 2015 Hühner nicht mehr auf 30x30 cm halten. Die Mindestfläche für einen Hühnerkäfig, und selbst das ist ein Witz, beträgt 2,5 Quadratmeter. 2,5 Quadratmeter, die haben einen großen Anspruch. 2,5 Quadratmeter auf Sitzstange. Auf Sitzstange. Keine Rolle, ob Sie das haben oder nicht. Auch wenn Sie das nicht wissen. Ja, auch wenn Sie das nicht wissen. Sie dürfen auch nicht bis in fortgeschrittenem Alter in den Hühnerstall. Das kann ich Ihnen sagen. Kann ich Ihnen auch sagen? Ja. Unter dem Vorwand da rein, dass ich einen Huhn haben wollte. Und das haben Sie mir da gegeben, beziehungsweise. Ja, Sie saufen aber nicht mit. Ich habe gesagt, Sie haben angehalten und haben gesagt, meine Frau stammt aus der Landwirtschaft. Ja. Ja, und das muss ich Ihnen ja erzählen. Ja, ach so, dann hören Sie an. Sie ekelhaftes. Das ist die feine englische Art und ich fühle mich dabei auch nicht wohl. Und es tut mir auch leid, weil ich finde, Sie sind eine sehr nette alte Dame. Jetzt gerade zwar nicht, aber ja, da war das. Das hört man auch nicht. Ja, aber es tut mir leid, das, was Sie da machen, ach, ist egal. Es ist verfassungswidrig, was Sie da tun. Wann hören Sie sich an? Die Leute kaufen bei Ihnen. Wenn die Leute hier vom Veterinäramt waren und das gesehen haben, ja, dann haben die ihren Job nicht gemacht. Ich behaupte, die Leute vom Veterinäramt wissen nichts davon. Aber das wird sich herausstellen. Die verkaufen weiße Eier ohne Stempel hier abgerufen. Kann ich Ihnen auch zeigen. Auf Ihren Eiern ist kein Stempel. Ich verwette meinen Hintern darauf, dass alle Leute, die zu Ihnen kommen, die hier Eier kaufen, die denken, ich kaufe bei der Frau X. Die alten Dame, die Hühner vernünftig. Und Sie haben mir selber gesagt, Sie lassen keinen in den Stall. Sie haben bei mir eine Ausnahme gemacht. Ja. Und ich die braunen Eier holen der Stempel drauf. Die sind nicht. Die sind nicht eben, das ist es ja. Ja. Die Leute denken hier vielleicht, dass auch die weißen Eier ich sag denen immer. Ja, aber Sie haben mir gesagt, Sie lassen keinen in den Stall. Wenn das irgendjemand gesehen hätte, dann hätte er Ihnen die Eier vor die Füße geworfen. Machen Sie jetzt mal Schluss. Die Angst hier kommt. Pfui. Hört auf, ekelhaftes. Also so weit ist man doch noch nicht. Sie hören so auf, mich zu beschimpfen. Ja. Sie sind hier momentan diejenige, die geboren sind. Ja, das kann mich nicht aufregen. Hier getan haben, strafrechtlich relevant, das ist tierschutzrechtlich relevant. Sie quälen hier die Tiere. Das ist krass, ne? Ja. Pfui. Ich will ja sagen, dass mir die alte Dame leid tut, aber langsam. Mir tut mir auch leid, echt. Mir tut sie ja auch leid. Mir tut die alte Dame leid. Ich bin sauer auf ihren Sohn, weil der ist der verantwortliche Tierwirt hier. Ich weiß jetzt nicht, ob er oder sie für die Anlage hauptzuständig ist, ist aber auch egal, weil der hat die Gesetzesvorlagen in seiner Hand. Der hat nach diesen Gesetzesvorlagen da hinten Schweinehaltung gebaut. Und in derselben Vorlage, in derselben Tierschutznutztierhaltungsverordnung steht drin, wie Legehennen zu halten sind. Und hier passiert genau das Gegenteil von dem. Ich glaube nicht mal, dass die Anlage vor 20 Jahren egal war. Mhm. Aber auf jeden Fall seit dem Jahr 2010 ist die illegal. Ja. Gucken Sie mal, die Hühner, denen geht es doch gut. Ne? Die sehen doch alle toll aus. Ja, wunderbar. Ist ja auch nicht so, dass wir direkt vorhin einen Huhn direkt abtransportiert haben, weil es ihm so schlecht ging.
Wenn ich mein ganzes Leben in einem Kabuff oder in einem Fahrstuhl verbringen muss, dann geht es mir auch nicht gut. Und ich als Mensch kann mich aber auch noch ablenken. Ich habe noch andere Möglichkeiten. So ein Tier kann das nicht. So ein Tier kann einfach nur da stehen und warten, bis es irgendwann befreit wird. Genau. Der Tag, wo es befreit wird, das ist der Tag, wo es in den Schlachthof kommt. Das Veterinäramt ist schon drin und gucken sich jetzt die Anlage an. Und jetzt kann man nur das Beste hoffen, dass sie sagen, okay, wenn ihr die Möglichkeiten für den Abtransport habt, dann nimmt die Hühner doch bitte gleich mit. Ja, hoffen wir es mal.